Wild Turkey, 12 Jahre alt, 50,5%. Der Vorgänger zu das, was wir heute kennen, Wild Turkey 101. Hi, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, und heute habe ich Wild Turkey 12-Year-Old. 50,5 ABV, Whiskey Base 15279, und das ist im Grunde das hier. Das ist die neue Version, das ist die alte Version. Das heißt, ein Glas kommt noch dazu und wir werden gleich die miteinander vergleichen. Christian, vielen Dank dafür. Du hast bei einem Livestream zugeschaut und ich habe dann da ein bisschen von meinen Wild Turkeys Decades hier erzählt. Also die Verpackung habe ich hier noch. Und du hast angeboten, mir ein Sample von den Wild Turkey 12 Jahre alt zu auch schicken. In dem Moment, und das bekenne ich hier ganz offen und ehrlich, dachtest du meintest den 17 Jahre alte, der Master's Keep. Naja, 12 Jahre alt ist auch eine coole Sache, kriegt auch ein Video, denn die haben einfach der Age Statement hier bei Wild Turkey schon weggemacht. Horst hat damals vor gut 3 Jahren, glaube ich, das letzte Mal eine Charge hier gekriegt vom Wild Turkey 12. Gibt es einfach nicht mehr. Ich habe sogar auch ein Video gedreht über Wild Turkey 13. Da gab es auch eine Zeit lang das, was extra für den japanischen Markt erstellt wurde, denn 13 ist ein Glückszahl dort in Japan und deshalb habe ich das auch hier gehabt. Farblich sehen sie echt sehr, sehr ähnlich aus. Also ich merke da kaum einen Unterschied. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, der neue ist sogar ein Tick, hat einen Tick mehr Farbe denn da, was echt erstaunlich wäre. Denn hier darf man keinen Farbstoff reintun. Das ist hier Bourbon. Und bei Bourbon darf man das nicht reintun. Das wäre ein No-Go, ein Tabu. Also 12 Jahre alt, 50,5%. No Age Statement, 50,5%. So, genau, Barrel Char immer Nummer 4. Und das ist einfach Standard, einfach Wild Turkey. Also wahrscheinlich werde ich das gleich schon Nase hier erkennen, was da ist. Yep, das ist Wild Turkey. Der neue riecht fast besser als der alte. Interessant. Also, das ist, ich habe diesen Taste, also alles immer live hier. Also der hat wirklich einiges an Aceton, also in dieser Klebstoffnote da drin, wesentlich mehr als dieses hier. Der ist süßer und süffiger und schöner, aber ich habe eine Vermutung. Siehst du die Flasche? Also wenn da ein bisschen länger da drin ist, ist mehr Sauerstoff reagiert ein kleines bisschen und der altert immer noch. Alter, das ist nicht richtig gesagt, aber der verwandelt sich ein kleines bisschen. Und dieses war wahrscheinlich relativ neu abgefüllt, sodass da nicht so dieses Gelegenheit hatte, sich zu veredeln in der Flasche. Also das ist immer manchmal zum Nachteil, aber auch manchmal zum Vorteil, wenn ein bisschen Luft da drin ist. Die Flasche wird auch irgendwann bald gekillt sein. Irgendjemand nimmt sich noch ein Sample. Apropos Sample, Sample-Liste unten. Könnt ihr jederzeit bei mir Samples denn da auch besorgen zum Selbstkostenpreis. Das, was ich bezahlt habe, immer da durchgeteilt und da kommt nur noch die kleine Sample-Flasche. Ob es 3 cl oder praktisch 5 cl oder sogar ein 10 cl kommt dazu. Ich berechne einfach immer 80 Cent. So ist das, Leute. Also Wild Turkey 101 ist nicht schlecht. Preis-Leistung kaum zu schlagen. Ah, jetzt kommt langsam das wieder jetzt hier hin. Da braucht ein bisschen Zeit im Glas. Ja, gut. Noch nicht. Er kommt noch nicht an den neuen 101 dran in der Nase. Da ist ein kleines bisschen mehr verbranntes Holz da drin. Ein kleines bisschen mehr. Und hier hat man ein bisschen mehr Süße. Wirklich, ein bisschen mehr Zuckerwatte hier als denn da. Aber vielleicht möchte jemand nicht ganz so viel Zuckerwatte in seinen Bourbon zu haben. Wir fangen mit dem 12-Jährigen an. Probieren wir mal. Also 50,5% ist wirklich, 50% sage ich, darf und soll Wasser dazu sein. Ich mache immer wieder eine Ausnahme hier bei Wild Turkey.
Also, wow, das ist eine schöne, schöne. Und jetzt muss ich sagen, dass in der Vermehlung zwischen Zuckerwatte, Holz, Alkohol und auch noch ein kleines bisschen schwarze Frühstückstee mit. Also, der Zuckerwatte habe ich schon mit Honig damit abgegolten. Aber auch da kommt ein bisschen Nuss, also ein bisschen Pecan dazu. Christian, richtig nettes Zeug hier. Gefällt mir äußerst gut. So, ein kleines bisschen Wasser zwischendurch. Wild Turkey 101 heute. Kann er mithalten? Wesentlich süßer. Weniger Holz. Also dieses Holz da drin ist und der Nussigkeit hier von der 12 Jahre alt. Ja, der ist gut. Ohne Zweifel, der ist besser. Interessant, in der Nase gefiel mir besser, also gerade durch diese Süße, aber im Mund, also dieses Holz und diese Vermehlung, der wirkt einfach noch ein Hauch, ich kann nicht sagen dünn, aber weniger komplex, genau das ist das. Hier hat man mehr Komplexität. Der kommt Zuckerwatte, da kommt ein bisschen Holz, ein kleines bisschen, aber der hat mehr Tiefgang, mehr Komplexität. Mehrere Schichten sind da drin. Also den gönne ich mir nochmal hier. Ja, schade, 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 dass es den nicht mehr so gibt. Also, ich verstehe, warum sie zu Wild Turkey 101 gegangen sind, zu einem No-Age-Statement. Die wollen natürlich dem Weltmarkt dann dort tatsächlich genug liefern können. Und die haben dann gesagt, okay, wir werden Special-Sachen rausbringen ab und zu mal, wie hier unsere Decades, wie unsere 17 Jahre alt. Aber das sind 100 plus Euro Flaschen. Für den Normalverbraucher halt eben muss man da hingehen, zu so sagen, No-Age-Statement. Die haben ihr Bestes gegeben, aber das Alte ist einfach besser. Also wer eine Flasche 12 Jahre noch findet, ob ein Auktion oder noch im Keller oder bei einem Keller, so ein Mensch, also ein Freund im Barfach, also bitte, 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 gutes, gutes Zeug, braucht kein Wasser, ist absolut reichhaltig, super schön. Also für ein Bourbon bin ich bereit, mein 1- hier zu vergeben. Ja, eindeutig. Oh gut. Sehr gut. Er kriegt ein 1- heute. Christian, danke schön dafür. Hättest du gedacht, dass ich dir ein 1- so gegeben? Preis-Leistung-Verhältnis. Hier haben wir unser Problem. Damals, also gehen wir einfach mal 5 Jahre jetzt in der Vergangenheit, konnten wir den auch für 20, 22 Euro da kriegen. Auch ein 1-, also 1 von mir aus. Gebe ich einen glatten 1 Preis-Leistungs-Verhältnis. Den kriegt man nicht mehr. Schade. Also für ein Bourbon ist das Zeug echt genial. So, Whiskey Jason hier. Ein Vergleich. Wild Turkey 12-Year-Old, also 12 Jahre alt, 50,5%. Whiskey Base 15279. Damals gegenüber unser jetzigen Wild Turkey 101, 50,5% ABV, ohne Altersangabe. Und da muss man tatsächlich sagen, hier, das Zeug sieht. Auf die gesamte Linie. Naja, in der Nase nicht, aber ja, ich muss schon sagen, ich rieche lieber daran, trotzdem. Da ist ein kleines bisschen durch diese Holz und durch ich habe diese Kohle gesagt, diese Verbranntsein, der ist eine Note da drin, wo ich das bevorzuge, nasetechnisch, aber im Mund keine Chance daran zu kommen. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist, welche Wild Turkey gefällt dir am besten? Es gibt eine Wild Turkey 81, 101. Es gibt eine Rare Breed. Es gibt eine 13 Jahre alte. Es gibt eine 17 Jahre alte. Es gibt eine Decades. Es gibt auch ein Wild Turkey 101 Rye. Und ich glaube, es gibt sogar ein Wild Turkey 81 Rye. Welche Wild Turkey ist dein Lieblings-Wild Turkey? Schreib's unten hin, das wird mich freuen und da gibt's ein bisschen Interaktion. Liken, abonnieren
auch bitte immer wieder mal auf meine Sample-Liste schauen. Und das Beste, was man tun könnte, wäre hier auf Amazon drauf zu klicken und dann da irgendwas anderes zu kaufen oder tatsächlich den Wild Turkey 101 oder Rare Breed oder sonst irgendetwas. Denn Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist immer noch echt eine gute Sache. Tausend Dank, dass du zugeschaut hast. Bis morgen.